Servus und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir befinden uns immer noch im Battle Chase und wie man sieht, haben wir fast alles entdeckt. Totenwacht und werden uns jetzt Destra vornehmen, die im nächsten Raum sein sollte. Hab ein bisschen Angst, muss ich sagen. Denn ich weiß nicht, was uns erwartet. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen, vorbereiten. Stellt fest, ja, nächsten Runden, ist ein bisschen wenig, ne? Also, fühlt sich ausgeruht und stellt den nächsten paar Schlachten jeder Runde 24 Lebenskraft wieder her. Ja, können jetzt gar nicht so viel machen hier, muss ich zugeben. Aber wir gehen jetzt mal da rein. Oh, so, da vorne ist der Boss. Hier können wir uns nochmal komplett ausruhen, auffüllen. Frage, wie wir das machen sollen überhaupt, denn wir sind ja relativ aufgefüllt. Als sämtliches Mana nur einmal nutzbar. Da ist die Frage, wir können es auch noch stehen lassen und dann, wir sind ja recht frisch. Ich glaube, wir gehen einfach mal so rein. Wir testen es mal. Oh. Zwischenspiel. Gefallene, hört mich an. Einst habt ihr Verus gedient. Jetzt erhebt euch. Greift für euren Gebieter wieder zu den Waffen. Upsala. Oh nein. Ah, das packen wir, glaube ich, nicht. Aber müssen wir gucken, was die denn für Kräfte haben und wie die eine zermürben wollen. Schauen wir mal. Okay, Vermifrax 17, ich glaube, noch mal so. Und brennender Zauberer. Gut. Oder auch nicht gut für uns. Gut, gut, gut. Und die Fertigkeiten. Lauffeuer. Geben wir jedem mal Schaden, einfach nur um zu sehen, wie viel oder wen sie als erstes wegmachen. Was hat denn der da drüben? Flammenkranz. Fügt Angreifern 40 magischen Schaden zu. Dem Streiter zugeführter Schaden wird zwischen seinen Verbündeten aufgeteilt. Ist ja auch nicht verkehrt. Das heißt, wenn wir ihn in der Mitte versuchen abzuballern, müssen wir erst die anderen töten, damit er ein bisschen... Ich würde sagen, wir nehmen den Zauberer oben als erstes. Die kriegen jetzt mal alle was. Oder noch so. Der ist doch gut, der kann uns zu Schuss. Den kriegt er ab. Okay. Verwüstung. Nehmen wir auch auf ihn. Und Überfall. Versuchen wir mal auf. Machen wir alles auf ihn, damit einfach nur zu sehen. Okay, hat mir irgendwo markiert, was schlecht ist. Sehr schlecht ist, wie ich gerade sehe. So, entflammt ist auf jeden Fall schon mal. Und der Tod müsste auch bald sein. Okay, haben wir noch immer einen. Okay, also der untere. Ja, das war's. Leben. Holen wir uns mal wieder. Werden wir nicht schaffen, aber wir wissen so ungefähr, wie wir die gleich angehen müssen. So, hier müssen wir jetzt mal kurz gucken, das wäre... Noch so ein Auferstehungs... Ding. Nee, machen wir nicht. Scharfes Öl, Alter. Die Crit-Chance ist einfach mal verdammt hoch. Auch nicht schlecht. Ich glaube, ich würde die jetzt noch nicht verballern. Das macht nicht so viel Sinn.
Ach, verdammter Scheiße. Jetzt sind wir dran. Todesschutz. Na, Todesschutz ist. Dornen, okay. Aber jetzt muss der... Oh nein! Ach scheiße, das ist doch echt kacke. Echt, du lebst noch? Hätte ich nicht gedacht. Eigentlich hätte drauf gehen müssen. Na gut. Wir haben eine Superkraft hier. Er hat so wenig Leben, dann kann er ihn angreifen, oder? Oder reicht das, wenn ich eine normale Aktion mache? Ja, ich glaube, es muss diese sein hier. Ärgerlich. Okay, ein bisschen Leben bekommen, aber es bringt uns jetzt nicht so viel. Blutrausch. Können wir uns mal hier irgendwie kurz ein Energie-Leben nehmen oder so? Ha. Okay, hat nicht so viel gebracht. Was der Jeremy gepackt. Okay, Was haben wir noch hier so? So blödsinnig. Da haut mir jedes Mal den Schaden wieder rein, ne? Nicht so viel Sinn. Okay, das ist Quatsch. So. Machen wir zu Ende den Kampf hier. Ja, die hauen ganz gut rein. Dann müssen wir ein paar Sachen kaufen im Dorf. Dass wir da ein bisschen mehr Chancen haben. Ach Quatsch, ich kann direkt von hier wieder reingehen? Das ist ja super. Was machen wir noch, Lad? Warte mal. Irgendwas, was wir noch nehmen können hier? Nichts, was noch irgendwie Schutz bietet oder so, ne? Nee. Was sind hier mit den ganzen Schmuckstücken? Schattenprisma. Crit-Chance geht noch runter. Kann es eigentlich egal sein. Okay. Okay, gehen wir nochmal rein. Gefallene, hört mich an. Einst habt ihr Verus gedient. Okay.
Guck mal. Eieiei, und gleich alle entflammt. Entflammt ist eine Scheiße. Okay, dann müssen wir jetzt was machen, sonst sind wir nicht gleich tot. Oh, wir sind schon gleich tot. Scheiße. Ach Mann, ärgerlich. Okay, müssen auf jeden Fall ein bisschen irgendwas heilen hier. Heilt bei allen Verbündeten. Entfernt eine Schwächung. Was ist noch so da? Verkehrt. Machen wir einfach mal. So. Das Flammen müssen wir weg haben. Das ist echt doof. Der hat nur ein Leben, der Knochenmarodeur. Das heißt, wir können theoretisch voll auf ihn hier gehen. Ach, der hat Todesschutz, deswegen. So ein Scheiß. Okay. Okay, das weißt du, der bringt uns jetzt gerade gar nichts. Dann greifen wir doch nur... Und hier kann ich ja nur bei meinen Leuten machen. Keinen anderen. Was haben wir denn da? Okay, machen wir flinke Reinigung. Dieser beschissene. Ach, Scheiße. Ärgerlich, ärgerlich. Okay. Oh, schade, dass immer das Ding aufteilt. So, jetzt ist er aber gleich tot. Ach, da hat noch so ein Ding. Macht er wieder Todesschutz? Wahrscheinlich, ne? Das ist natürlich ärgerlich. So verliert er immer nur die Hälfte der Leben. Wie sehr kacke ist. Macht uns nichts. Macht und bringt uns nicht so viel. Was ich sonst machen soll. Hm.
Shit, shit, shit. Muss diesen, noch ein Heini muss man echt schon vorher getötet haben. Seht ihr gar nichts. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Shit. Ja. Macht nicht so viel Sinn, weil er macht immer Todesdings. Okay, aber das ist kein Problem. Wenn wir jetzt in der nächsten Runde, werden wir einfach... mehr erwartet. Okay. Gehen wir nochmal rein. Wir werden das gleiche nochmal machen. So, vielleicht besser. Also Video müssen wir uns hier angucken. Das kennen wir langsam auswendig. Einst habt ihr Verus gedient. So, jetzt müssen wir überlegen, wie wir es machen. Wir müssen die so platt machen, dass er gar nicht dazu kommt, seinen Schutz zu werfen. Also wir brauchen die härtesten Dinger. Das ist gut. Machen wir bei ihm als erstes. Oh nein, macht er jetzt schon Todeswunsch? Das ist scheiße. Todesschutz, das ist so zum Kotzen. Das ist doch beschissen. Kannst auch nichts gegen machen, ne? Das ist ärgerlich. Okay, Alter, wie soll man die denn killen? Oh nein. Der ist so nervig, der Typ. Das ist wirklich nervig.
So. Und hier machen wir jetzt... Anders. Okay. Das ist echt eine Blöde. Ich muss leider sowas Dummes machen. Das merkt mich selber total. Ah, scheiße. Na gut. Jetzt wirst du sterben. Auf jeden Fall, der Skelett wird jetzt sterben. Okay, wenn ich mir das hier jetzt, haut er mich so ins Grab. So, jetzt gehen wir wieder den Tod entgegen. Haut mit jedem Schlag in der Haut, haut er ein mehr. Okay. Seid ihr bereit für noch eine Runde? Ich bin's. Los. Kann nicht wahr sein. Muss doch möglich sein, die zu killen. Gefallene, hört mich an. Einst habt ihr Verus gedient. Okay, also. Wir wissen von allen, die beiden haben 10-10, also. Den haben wir da rein. Den hauen wir da rein. Und sie? Sie soll, was soll sie denn machen? So viel rein, ne? Ätzend. Der ist gekrittet, okay. Ich komme hier dran, dann könnte ich ihn noch killen. Okay. Muss ihn aber sofort killen, ne? Und für Superkräfte noch. Okay. Müssen leider sofort killen, das ist nichts. Okay, jetzt haben wir noch den heiligen Typen da in der Mitte. Okay, Blutrausch. Steige den Angriffskampf von der Helden. Ja, bist du auf um 30 Minuten jeder Held?
nicht so cool eigentlich. So, was muss ich in dem herstellen und die alle Leute, ist doch perfekt. Okay, da haut man die ein bisschen rein. Aber. Okay, das war's. GSV, sind wir auf jeden Fall hier immer wieder ein bisschen leben. Gar nicht so schlecht. Okay. Das ist natürlich scheiße. Aber. Anders weiß ich gerade nicht, was wir machen können. Das ist ein Platt trinken. Okay, vielleicht schaffen wir das. Okay. Wir kriegen noch das gleiche Ding verballert. Und du machst auch das gleiche Ding nochmal. Oh nein! Naja, okay. Aber ich glaube, wir werden mich nicht platt machen können, oder? Ja? Super, wir haben es geschafft. War ja doch gar nicht so schwer. Wird er zurückgeholt zu den Toten. Gibt doch jemand ganz gut Bonuspunkte. Beziehungsweise Erfahrungspunkte. Was haben wir eingesammelt? Okay, aber es ist immer noch nicht. Destra haben wir ja immer noch nicht erwischt. Nicht, dass wir sie jetzt noch besiegen müssen. Wirklich. Ich würde sagen, der Tod des Streiters war Verschwendung. Aber ihr werdet ein guter Ersatz sein, nachdem ich euch getötet habe. Hey, du wirst keine Armeen mehr auferwecken. Ihr Narren. Ich erkenne jetzt, dass Destras Kräfte größer sind, als ich erwartet habe. Und dass hierher zu kommen ein Fehler war. Ein Fehler? Ich habe schon gegen Destra gekämpft. Diesmal ist ihre Magie anders. Sie spielt mit Kräften, die Verus nie hatte. Dämonenmagie. Also haben wir es jetzt mit einem Dämon zu tun. In alter Zeit musste Verus diese Insel gegen eine Invasion verteidigen. Und im Angesicht der Niederlage wurde er vom Blutgott Kedral in Versuchung geführt. Zum vereinbarten Zeitpunkt sollte Verus zu Kedral zurückkehren und für immer sein lebendes Gefäß werden, was den Dämon befreit hätte. Verus kam aber nicht und wurde dafür von dem Dämon verflucht. Er welkte dahin, seine Kräfte schwanden. Destra muss das Verschwinden ihres Gebietes für ihre eigenen Zwecke ausnutzen. Du sagtest, hierher zu kommen war ein Fehler. Dies war nur eine Ablenkung. Sie hat uns hergelockt. Warum? Vielleicht hat sie etwas Größeres im Auge. Bargos, den Schänder. Im nahen Zwingburg. Zwingburg? Schänder? Zwingburg war eine Festungsanlage auf der Südostspitze der Insel. Einer von Verus mächtigsten Generälen, Bargos, war dort zur Abwehr von Seeangriffen von Osten her stationiert. Dort ist Bargos unter Verus' Führung immer stärker geworden. Und dort wurde er auch hingerichtet und sein von Dämonen besessener Geist eingesperrt. Im Laufe seiner Einkerkerung wurde er tatsächlich immer stärker, bis er kaum noch zu bändigen war. Destra wird ihn wollen. Und mit Hilfe von Kedral bekommt sie ihn auch. Diesmal werden wir für sie bereit sein. Dann also auf nach Zwingburg, ob ich recht habe oder nicht. Bargos darf nicht freikommen. Ein, zwei kleine Übersetzungsfehler. Text nicht korrigiert, wie man sieht. Wir haben einen versteckten Schatz bekommen, okay.
Begibt euch zu den Mooren. Was machen wir? Gucken wir, ob es hier noch irgendwas gibt. Anscheinend nicht. Schade eigentlich. Gut, was haben wir dann bekommen? Eine Fuchsstatue. Na gut. Dann geht's zurück. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und dann werden die Folgen auch wieder ein bisschen kürzer. Bis dahin. Tschüss.